Hallo Römer, die Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Edna bricht aus. Ja. Wir müssen hier hinten nochmal lang. Bei der Küche gab es auch noch ein paar Wege. Ah! Ah, hier sind wir. Oh. Aber, Moment, können wir jetzt, Moment. Können wir jetzt in das Büro von Dr. Marcel und von dort aus mit diesem Zertifikat oder mit dieser Anmeldung und seinem Zertifikat hier vorne, Diplom meine ich, die Unterschrift lernen? Sieh an, da ist Dr. Marcells Unterschrift auf dem Diplom. Aber wie bekomme ich sie vom Diplom auf diesen Zettel? Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Nicht wirklich. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit deinem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals-Tempo werfen. Darauf hat schon wie... War ja klar. Ich würde gerne, aber es ist hinter Glas. Irgendwas, was aus dem... Ich würde... Yeah. Ich würde gerne... Okay. Ist Urkundenfälschung eigentlich verboten? Verboten? Was willst du verboten? Verboten. Ob es verboten ist. Und ich glaube übrigens, du hast es dir auch gerade erst ausgebrotet. Was ist verboten? Hä? Kennt das wer von euch? Irgendwie? Ich weiß nicht, was Harvey meint. Okay, leider können wir doch noch nicht unser Dings, die Unterschrift fälschen. Oder das Fälschen lernen. Leider. Aber wir können bestimmt noch ein bisschen mit dem lieben... Wie hieß er? Blase. Blase. Interagieren jetzt. Und vielleicht noch irgendwas... Weiß ich nicht. Zu Nutzen machen. Erstmal einen neuen Becher nehmen. Ist schon lange überfällig. Er ist genauso siff und bestimmt... Gut. Wir haben einen Becher. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Aber das hatten wir auch alle schon mal, ne? Die Hirnis sind nur, dass man, wenn man zu Beginn... Was guckst du? Ich gucke ein... die Hirnis nur, dass man, wenn man... Nee, Moment, was hat er gesagt mit den... Was guckst du? Ich gucke den Bekloppten zu. Den Bekloppten. Sehe ich ja lieber fern, aber irgendwie ist schon wieder was... Schande! Die Hirnis nur, wenn man... Beginn. Ich lass... Wie können wir die Antenne verstärken? Ich probiere einfach alles aus. Irgendwas wird schon funktionieren, meine ich. Irgendwas muss funktionieren. Oder vielleicht haben wir den Gegenstand noch nicht. Das kann natürlich auch sein. Man, ich hätte echt erwartet, dass wir die Unterschrift fälschen können. Jetzt dadurch, dass wir das Diplom hier haben und diese Unterschriftfälschung fälschen müssen. Oder es jetzt nützlich wäre, die Unterschrift zu können. Aber leider nein. Leider nein. So. Das hatten wir alle schon mal. Sieh her, Harvey. So umgeht man die Rundfunkgebühren. Naja, ich kenne auch andere Methoden. Sieh her, Harvey. So funktioniert Teleshopping. Ich hatte es immer vermutet. Sieh her, Harvey. So entstehen Zickzackmuster im Störbild. Wow! Sieh her, Harvey. So funktioniert öffentlich-rechtliches Fernsehen. Boah, zeig nochmal. Sieh her, Harvey.
So kann man das Fernsehbild anwinkeln. Hurra! Alles klar. Dann kann man sich endlich auch hinter der Kamera umgucken. Sieh her, Harvey. So kann man den Empfang verbessern. Das klingt plausibel. Ja, dann mach doch. Warte mal. Sieh her. Schade. Sieh her, Harvey. Hier kommt die Fernsehgebühr raus. Unglaublich. Du weißt einfach alles. Oh, schade. Ich dachte, man kann das Kabel anwählen. Sieh her, Harvey. So kann man alte Sendekonzepte aufwärmen. Ach, so einfach? Sieh her, Harvey. So kann man die Frequenz messen. Ein Frequenzmesser. Du bist ein Genie. Der war so schlecht. Sieh her, Harvey. So kann man die Radiowellen abends wieder einrollen. Wie Spaghetti. Aha. Wozu? Um den Empfang zu dämpfen? Ja. Sieh her, Harvey. So kommt das Gelb in den Fernseher. Und da sage noch wer, Computerspiele machen dumm. Genau. Sieh her, Harvey. So kommt das Rot in den Fernseher. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Okay, ich glaube, wir haben noch nicht den richtigen Gegenstand, um das Fernsehen zum Laufen zu bringen. Schade allerdings. Das ist echt ein bisschen doof. Gut, was machen wir jetzt? Oh, wir haben jetzt so viele fucking Möglichkeiten, das ist unglaublich. Erstmal müsste ich theoretisch überall, wo ich kann, den Plastikbecher hinstellen. Der Fernseher geht ja immer noch nicht, ne? Benutze Fernseher. Irgendwas hier mit Fernseher? Der Kleiderbügel mag Styling-Shows. Ich weiß nie, was ich ansehen soll. Die Polizeimarke verpasst keinen Tatort. Unrealistisch, aber spannend. Das Telefon verpasst nie die Börsennews. Ich muss immer wissen, wie meine Kurse stehen. Nein, Edna. Die Zickzackschere mag Versöhnungsshows. Ich erlebe schon beruflich so viele Trennungen. Oh. Die Cocktailkarte guckt nichts Spezielles. Sie zappt einfach nur. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Der Strohhalm sieht gerne Telenovelas. Die sind vielleicht hohl, aber ich mag sie. Das Formular lässt gerne im Hintergrund Musiksender laufen. Solange es mich nicht vom nötigen Papierkram ablenkt. Der Topf mag Kuppelshows. Auf jeden Topf passt ein Deckel. Ich bin fest davon überzeugt. Wozu? Nein. Oh. Das Messer guckt am liebsten Horrorfilme. Ich fühle mich erst unterhalten, wenn Blut spritzt. Die Gabel mag gern alte Schinken. Ich stehe auf Filme mit Clark Gable. Oh. Der Topflappen guckt am liebsten Talkshows. Kein Eisen ist mir zu heiß. Der Senf liebt Castingshows. Ist es nicht verschärfend, die da seinen Senf dazugibt? Als ob. Der Ketchup guckt gerne Kochsendungen. Da lernt man die tollsten Sachen. Der Fußnagel schaut gerne. So, das hatten wir auch schon mal, genau. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns der Mission an, das Achievement mit dem Pappbecher zu bekommen. Das heißt... Erstmal können wir mit der Ja. Ich stelle ihn einfach dahin, da stört er niemanden. Yeah. So können wir das noch zerschneiden. Und an mein... Wenn ich mein Gebiet markieren will... Darf ich fragen, wie?
Ich hinterlasse einen bleibenden Eindruck durch meinen Charisma. Ja, ich müsste auch langsam mal. Aufspucken, alles klar. Mit dem Messer. Mit der Gabel. Senf. Ketchup. Hier, ein... ein seltsames Geräusch. Ich glaube, ich habe eine neue Musikrichtung entdeckt. Botanic Bongo! Okay. So, hier kommen wir nicht rein, schade. Geh zur Tür. Nee, da will ich nicht hin. Aber hier oben hatten wir... Es tut mir leid, falls ich gerade übersteuert habe. Was war hier nochmal? Ach, der elektrische Stuhl. Ja, okay. Oh, warum laden die Szenen denn manchmal so lange? So, hier war noch eine Pflanze, die wir zerschneiden können, etc. Draufgeschrieben haben wir schon. Okay, zerschneiden. Mit dem Messer. Mit dem Strohhalm. Mit der Gabel. Mit dem Senf. Mit dem Ketchup. Mit dem Nagel. Hier, ein... Nice. Und einen neuen Becher. Der ist genau und... Das wird eine lange, lange Pflanzenzerstörungsfolge. Immerhin habe ich einen Namen für den Part. Kann ich mal... Danke. Stift. Schere. Messer. Messer. Strohhalm. Gabel. Pappbecher. Ich stelle ihn einfach dahin. Senf. Ketchup. Fußnagel. Hatten wir hier noch was? Ich glaube nicht, oder? Nee. Bullseye. Okay. 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 Was? Alles klar. Einer ist mehr. Hä? Hatte ich nicht oben einen hingestellt? Okay, dann nicht. Dann nicht. Schloss, hier ging es in die Küche. Hier gab es auch nichts. Da gab es nichts. Nein, da gab es, glaube ich, nirgends etwas, wo wir den Becher hinstellen könnten. Hier war der Ofen und der war hier das. Ich glaube auch nicht. Okay. Hier kommen wir nicht zurück. Heute ist Wunsch und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Mann, warum? Muss da lang, ne? Ja. Wenn ich wieder hier durchgehe, ne? Komm ich ja? Ja. Oh oh. Hey, dir. Ich bin schon weg. Nicht so schnell. Alarm. Hatten wir alles schon mal.
So. Und gut. Das habe ich wohl vermasselt. Wir haben aber neue Sachen, mit denen wir... Ui. Nee, Strohhalm hatten wir, glaube ich, schon, ja. Das da. Hier ist noch ein Spiel. Chaos im Büro. Das voll verrückte Beamtenspiel. Das klingt eindeutig nicht spaßig. Hier ist noch ein Spiel. Beat the Pot. Hier ist noch ein Spiel. Scotland Billiard. Hier ist noch ein Spiel. Zu Gast in Pepes Restaurant. Hier ist noch ein Spiel. Kalte Kühe, heiße Eisen. Okay. Hier ist noch ein Spiel. Bulettenburg 2, die Star Wars Edition. Hier ist noch ein Spiel. Bulettenburg. Ah, Bulettenburg und Bulettenburg 2, die Star Wars Edition. Hier ist noch ein Spiel. Quiz-Oase. Das habe ich schon gemacht, oh. Strohhalm. Messer. Kabel. Hier. Bisschen Dünger. Senf. Ketchup. Und Becher. Ich stelle ihn einfach... Ah, okay, wir haben, wie es aussieht, jetzt unendlich lang. Was ziemlich nice ist eigentlich. Hier war der Platz. Die Wachsmalstifte brauchte ich nicht. Ich brauche den Löffel. Also die Schaufel. Was ist eigentlich... Ja, können wir jetzt mit dem... Keine Zeit zum... Polo spielt man's ab. Ah. Haben wir schon raufgekritzelt, stimmt. Das hatten wir bestimmt auch schon gemacht. Der sitzt bereits. Ja. Nein, danke. Nein, okay. Die kommt ja... Wie soll's... Nein, danke. Erstmal raufrotzen. Wozu Kleiderbügel, wenn man genügend Stühle im Haus hat? Eigentlich wahr, ne? Ich gehöre auf die Couch, nicht auf einen Barhocker. Oh, egal. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Nein, danke. Ey. Nein, danke. Es gibt dezente Unterschiede zwischen Sitzkissen und Topflappen. Erklär sie mir. Es sei denn, es hat was mit heißen Hintern zu tun. Dann behalt's lieber für dich. Nein, danke. Nein, danke. Wenn ich den hier abstelle, merkt das wohl keiner. Yes. Der ist nicht Kann ich beim Kickertisch auch einen abstellen? Aber was machst du denn da, Edna? Ups, ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Yeah. So, was macht denn Sinn, damit zu benutzen? Eigentlich gar nichts. Aber was macht... Ups, wir... Okay. Ui. Ui. Lieber nicht. Ich habe Angst, dass er sich darin auflöst. Manno. Davon sollte ich lieber nichts mit mir herumtragen. Doch. Es könnte mir das ganze Inventar zerschmelzen. Und am Ende frisst es sich bis ins BIOS durch. Und das willst du doch nicht, oder? Ja gut, das ist ein Argument. Willst du diesen siffigen Wasserbecher? Der ist zwar siffig, es ist aber trotzdem keiner von meinen. Du kannst ihn behalten. Manu! Sehr schön. Was? Jetzt ist er weg? Ein wenig sperrig, mein... Nee, warte. Wir...
Was war das nochmal mit der Liste von dem? Wir brauchen den Ton von den Aschenbechern auf jeden Fall, ne? Das heißt... Oh nein, warte mal, können wir jetzt nicht... Oh, warte. Peter sitzt ja nicht mehr drin, das heißt... Eigentlich müssten wir das Licht anmachen dürfen. Yeah. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.